So, hi und hallo mal wieder. Vorab möchte ich mich um den Bild- und Tonqualität entschuldigen. Und warum? Wir spielen hier live Pokémon Go auf meiner iWatch. Ich werde das Programm jetzt mal starten. Wie ihr seht, Pokéstops und Pokémons werden angezeigt. Hier in der Nähe ist ein Taubsi. Ich habe 3 Brutmaschinen zurzeit anlaufen. Und wie das jetzt funktioniert, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Aha, wie ihr seht, ist hier in der Nähe ein Taubsi. Die Uhr zeigt das also praktisch an. Mal gucken, was weiter hier passiert. Immer noch der Taubsi. Also, solange nichts passiert, werde ich das Video immer wieder mal unterbrechen. Aber hier scheinen wohl keine zu sein. Was war das? Ah. Wie ihr seht, zeichnet er immer wieder, welches Pokémon-Tier hier in der Nähe gerade ist. Wollen wir mal weiter schauen, ob da noch was anderes anzeigt. Man hört das ja an diesem Signalton. Aha, das ist schon recht praktisch. Man braucht nicht immer aufs Handy zu schauen. Aber wie ihr jetzt mitkriegt, es kann auch nervlich sein. So oft wie hier was passiert, ein Pokéstop. Also es ist wirklich recht praktisch, das muss man ja schon sagen. Oh, ein Ratzfatz in der Nähe. Es funktioniert und das ist wichtig. Also auf den Apple-Produkten funktioniert es wahrscheinlich astrein, wie ihr selber seht. Es macht immer einmal Ding und dann ist was da. Entweder ein Pokéstop oder ein Pokémon. Gute Sache. Auf jeden Fall kommentiert mir das bitte, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Ich finde es recht interessant. Und wie gesagt, vielleicht habt ihr es ja auch schon. Dann kommentiert es mir auf jeden Fall, wie ihr die Technik findet. Ja, es kommt jetzt andauernd was. Und das, ich sag mal, jetzt reicht das Video. Es war ja nur eine kleine Demo, um euch zu zeigen, wie es funktioniert. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.